Freunde der Sonne, bevor das ganze Video beginnt, ja, ich weiß, oh mein Gott, neues Video, geil. An der Stelle liken, kommentieren und abonnieren. Ich hatte die Möglichkeit, Julian Nagelsmann zu treffen in München. Ja, es stimmt. Alles, was ihr jetzt denkt in dem Moment, stimmt auch. Aber Prime Video Sport hat mir ermöglicht, mit Julian Nagelsmann einen kleinen Fußball-Talk zu haben. Und tatsächlich haben wir eine Fußball-Quiz-Challenge, wo ich zeigen durfte, was ich für ein unglaubliches Fußball-Lexikon hier drin habe. Und Julian Nagelsmann weiß spätestens jetzt, wer ich bin und dass er mich auf dem Schirm hat. Also, du weißt, mach die Papiere fertig. Ich hoffe, ihr genießt das Ganze. Und ja, ich bin nicht rasiert, Leute. Und tschüss. Hey Freunde, herzlich willkommen. Mein Name ist Niklas Wilson Sommer und das ist ein Vlog. So, ich werde jetzt zum Bahnhof gefahren von Anton. Die Frage ist, schaffe ich meinen Zug? Ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, was eigentlich heute ist. Und ich frage mich wirklich, ob Nagelsmann Sommer auf dem Schirm hat. Ich weiß nicht, ob er ihn kennt. Ich persönlich kenne ihn, ist ein guter Mann. Ich glaube, er hat eine Zukunft vor sich. Muss der Julian sich anschauen. So sitzen? Absolute Meta. So sitzen? Quatsch. Ich muss jetzt noch einen Corona-Test machen. Ist ja auch alles nachvollziehbar. Die Gesundheit geht vor und die Sicherheit. Herzlich willkommen, mein Name ist Niklas Sommer und heute ist was ganz Besonderes, nämlich es treffen zwei Experten aufeinander. Der aktuelle Bayern-Trainer Julian Nagelsmann und der zukünftige Bayern-Trainer Niklas Sommer. Erstmal vielen, vielen Dank Prime Video Sport für die Einladung, die das Ganze ermöglichen, hier mit Julian Nagelsmann zu sitzen. Und ich würde sagen, lass das quatschen, los geht's. Ja, aber hätte ich schon gewusst. Hast du eine Probe? Real Madrid. Niemals. Aber es ist doch... Das ist PSG. Ja, super ehrlich. Yes! Super. 1-0 für mich. Wie aktuell ist das, dass ich Bescheid weiß? Nicht gesagt. Okay, super. Och, ja. PSG, stimmt auch noch. Liverpool, das ist doch oh, einfach. Oh, das ist stark, ja. Die drei, die brasilianische ja. Achse in der Mitte und Ägypten rechts vorne, stark von dir. Das sehe ich doch. 1-1. Wie viel gibt's noch, dass ich weiß? Bayern. Oh, das ja, war gleichzeitig. Das war gut, ja, aber würden wir bei einem Punkt nehmen. Wie viele Deutsche wir haben, stark, hä? Ja, super, super. Ist ja echt sehr stark. Franzosen. Ja. War das nicht sogar die Aufstellung? Nee, Kimmich, Gnabry. Nee. Schon länger nicht mehr. Das ist Real Madrid. Das ist Real Madrid, ja. Courtois, Tor. David Alaba. Stark. Wir sind uns voll einig. Ja, oh, das Spiel schon mal, das spielt Gareth Bale vorne rechts. Das ist scheiße. Was ist denn das passiert? Das ist schon länger, ja. Bei dir wird er auch nicht spielen? Doch, ab und zu. Solange er Golf kann, oder? das ist Chelsea. Chelsea. Oh, wir sind immer gleich, ey. Ist der Wahnsinn. Ich orientiere mich immer an den Torhütern. Kleiner Tipp, ja, okay. Ist am einfachsten, glaube ich. Hm. Welchen großen Club hat man noch nicht? Leipzig. Richtig, mit Tyler Adams, daran genau. Habe ich mich orientiert. Ja, ich habe mich an Gulaschi und Silva orientiert im Sturm. Wer führt? Führe ich? Ich glaube, jetzt führst du tatsächlich. 4-4 weiß ich nicht. Es muss kontrolliert werden. Videobeweis. Ja. Alter, wie ist das denn?
Boah. Atletico Madrid. Nein. Nee. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wo spielen so viele Portugiesen? Boah. FC Porto. Boah, hätte man nur. Das ist schwer. Hätte man irgendwie wissen können. Das ist Juve. Juve. Ja. Wenn du noch Platz im Trainerteam hast, ne, du siehst ja, ich weiß alles da. Die Länder kennst du alle. Ich war auch in der Schule. Sehr gut. Ich nicht. Oh, da hinten sind drei. Das ist Atletico. Das stimmt, mit Oblak. Ja. Sehr gut. Jiménez hinten sind drei. Ja. Das hätte man die Frage hier auch schon gehört haben. Genau, ich. Aber ein Oblak, das stimmt, das ist ein guter Tipp mit heute. Das ist Manchester United. Das ist stark mit De Gea. Korrekt. Mein Tipp umgesetzt. Ne? Nee, ich habe auf vorne Spitze okay, geguckt, Ronaldo, Cristiano. Ja, okay. Und Bruno Fernandes. Ja, ja. Und Fred. Ja, okay. Ehrlich? Ja. Jetzt ist Ende, oder? Nee, geht noch was. Geht noch was? Das ist Gladbach. Das ist richtig. Hast du auch wieder einen Jan Sommer. Aha. Deinen eigenen Tipp umgesetzt. Ja. Aber wer ist jetzt nochmal im Mittelsturm? Ist das wirklich Gladbach? Das ist nicht, nein, ist das nicht Gladbach. Nee. Ich weiß vor allem nicht. In Portugiese hinten links, das ist Dortmund. Yes! Ach, yes! Gott! Come on! Weil ich denke mir, dem wäre es da Mittelsturm, Haaland, ja. Das ist fahrlässig. Argentinien, viel Holland. Ich würde Ajax sagen, das ist Ajax. Mit, stimmt, ja, mit Aller. Neres oder Anthony vorne. Rechts. Rechts, ja, und Aller. Ja. Ja. Richtig. Ja. Stark von dir. So, Freunde der Sonne, ich hoffe, euch hat das Quiz gefallen. Julian Nagelsmann, unglaublich sympathische Socke, super Trainer. Vielen, vielen Dank, dass ihr jetzt schon mal eingeschaltet habt und noch weiterschauen werdet hoffentlich. Vielen, vielen Dank an Prime Videosport, die das Ganze ermöglicht haben. Und ich würde euch nicht lange aufhalten, sondern würde euch jetzt einfach in den kurzen Vlog weiterschicken. So, Freunde der Sonne. Mein Job ist done. Wirklich, super Arbeitsaufwand. Ich werde mich jetzt in den Zug setzen, werde nach Mannheim fahren, bin dann so gegen 8 Uhr zu Hause, werde dann noch entspannt Eli oder Sydney seinen Stream schauen. Ja, Freunde, so sieht bei mir ein Arbeitstag aus beim FC Bayern München. Was soll ich euch erzählen? Nee, aber war sehr entspannt. Nagelsmann war wirklich voll der coole Typ. So, ich bin mit den Jungs vom Busblock. Die nehme ich jetzt einfach mit. Ich hätte auch Zug fahren können, aber es ist angenehmer, in Gesellschaft zu fahren. Checkt die Jungs gerne ab. Danke. So, ich bin jetzt back home. Ich bin echt müde, ich bin echt kaputt. Ich weiß nicht, wie der Vlog wird. Ich konnte nicht viel aufnehmen, aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein paar coole Einblicke, ein paar coole... ja, ihr wisst schon.